ist eine völlige Verquickung zwischen Demokratie und Wirtschaftssystem entstanden. Und dieses Wirtschaftssystem, da bin ich zumindest sehr klar, ist auf gar keinen Fall eine soziale Marktwirtschaft. Es ist auch keine freie Marktwirtschaft, weil einige wenige bevorteilt werden in dieser Wirtschaft. Andere, die gehen halt einfach pleite. Andere werden vom Staat gerettet. Und diese Verquickung von diesem marktkonformen Demokratie führt wirklich so ein bisschen zu so einer Feudal- oder Oligopolgesellschaft. Schönen guten Tag. Freut mich ja sehr, dass ihr euch für das komplette Interview mit Marco Bülow interessiert. Es ist ein wirklich sehr, sehr spannendes Gespräch geworden, muss ich sagen. Wir haben uns über die Regierungsarbeit per se unterhalten, über Lobbyismus, über den Zustand unserer Demokratie natürlich auch, über Philipp Amthor. Schließlich ist dieses Gespräch ja im Zuge meiner Recherche für das Philipp Amthor Exposed-Video entstanden. Ich glaube, da steckt sehr, sehr viel drin. Ihr kennt die Ausschnitte ja mittlerweile aus dem letzten Video. Herr Bülow wird sehr deutlich, möchte ich sagen. Und in diesem Interview wird er noch zu vielen anderen Dingen sehr deutlich. Was soll ich sagen? Viel Spaß trifft es nicht ganz, weil man doch am Ende ziemlich oft geschluckt hat während des Gesprächs. Natürlich, ne? Katastrophen haben auch einen gewissen Entertainment-Faktor, möchte ich sagen. Dementsprechend, es geht los. Hallo Marco. Ja, schön, dass du so spontan Zeit für dieses Gespräch gefunden hast. Ich habe tatsächlich wahnsinnig viele Fragen, allgemeiner Natur natürlich auch, und kann dir nur einen Bruchteil davon tatsächlich stellen. Du bist ja als SPD-Mann 2002, wenn ich richtig informiert bin, in den Bundestag eingetreten und sozusagen das Abgeordnetendasein. Ja, das ist irgendwie jetzt nach fast 20 Jahren irgendwo auch so ein gewisser Teil deiner Identität geworden, würde ich jetzt mal schätzen. Du bist jetzt seit 2018 bei der Partei, die Partei. Und, nicht ganz. Seit 2018 bin ich fraktionslos und parteilos. Ach so. In der Partei bin ich seit letztem Jahr. Ach, seit letztem Jahr. Ist das richtig, dass du damit sozusagen das erste Partei Bundestagsmitglied bist? De facto. Ja, das stimmt. Das hatten sie bis jetzt noch nicht. Ja. Also sozusagen auch ein historisch erster und hoffentlich nicht der letzte. Du bist auch Autor, beispielsweise auch des Buches Lobbyland, wozu es jetzt auch einen Podcast gibt, auf den mich der Christoph von Jennifer Rostock tatsächlich hingewiesen hat. An dieser Stelle, Liebe geht raus an dich für den Tipp. Und meine erste Frage an dich, Marco, ist, hast du die Bücher eigentlich selber geschrieben? Ja, aber ich habe sowas auch Ähnliches mal gelernt. Also ich bin nämlich eigentlich Journalist. Nee, ich schreibe die selber. Ich habe auch noch nie mir eine Rede schreiben lassen. Also das, vielleicht bin ich doch zu eigen. Nee, das ist schon alles so. Ich lasse da Leute drüber gucken. Aber schreiben tue ich immer alles selbst. Oh, das ist sehr interessant, weil gerade bei Reden dachte ich, dass das tatsächlich Usus wäre. Also gerade, du hast das ja schon gemerkt, das mit dem Buchautor-Dasein, das habe ich natürlich so ein bisschen als kleinen Gag an den Anfang gestellt. Aber mit den Reden wusste ich gar nicht, dass das tatsächlich nicht Usus ist, die schreiben zu lassen. Naja, das macht halt jeder anders. Ne? Also lassen sich schon viele die Reden schreiben. Und ich sag mal, ab einer bestimmten Position, wo du 12 Reden am Tag reden musst, da kommst du dann auch nicht mehr drum rum. Aber jetzt in meiner Position lassen sich auch viele die Reden schreiben, vom eigenen Team, vom Büro. Aber ich kann das gar nicht. Ich kann das noch nicht mal, wenn ich mir die selber schreibe. Ich schreibe mir nur Stichworte auf, weil je länger mein Text ist, desto schlechter meine Rede. Je weniger ich auf dem Zettel stehen habe, desto besser, weil dann rede ich halt so, wie ich denke. Und eigentlich ist das besser bei mir. Das ist aber bei jedem anders. Und leider lernen es auch welche, die 10 Jahre im Bundestag nicht, mal eine einigermaßen vernünftige Rede zu halten, sondern lesen dann stumpf vom Zettel ab. Ich finde das fürchterlich und deswegen, also bei Zahlen, die muss ich mir aufschreiben, da bin ich nicht gerade derjenige, der sich das alles so merken kann. Da gibt es dann mal einen Dreher und das ist dann nicht gut. Also solche Sachen schreibe ich mir auf, bestimmte Begriffe schreibe ich mir auf, aber reden nicht und von anderen schon gar nicht. Da bin ich irgendwie auch zu eigen. Und auch die Texte, die ich veröffentliche, die sind auch nur bei mir selbst geschrieben. Ja. Gut, halten wir kurz fest, dass es durchaus Leute gibt, die ihre Texte selber schreiben. Alles klar. Kannst du uns ganz kurz deinen politischen Werdegang erklären? Ich bin
Jugendlicher gewesen, eigentlich noch ein Kind, als Tschernobyl war, also die erste Katastrophe in einem Atomkraftwerk. Ich habe mir überlegt, warum passiert da so was Schreckliches und gibt es da keine Alternativen und was machen die Erwachsenen da für Mist? Und das hat mich politisiert, das hat mich auch gleich zur Umwelt- und Energiepolitik gebracht, die mich mein Leben sozusagen verfolgt und bin dann irgendwann bei den Jusos gelandet, die in Dortmund sehr stark, sehr viele waren, hat mich von Anfang an immer ein bisschen gerieben. Es war also nie das Eldorado, das muss man einfach so sagen. Von der Geschichte von einigen Figuren die haben mich sehr angezogen, aber ich hatte auch am Anfang schon Widerstände gegen Scharping und ein paar Positionen, die ich schwierig fand. Aber es war in der SPD eine Breite, eine Vielfalt da, muss man sagen. Und das S in der SPD, also das Soziale, hat noch eine Bedeutung gespielt. Gerade ich komme aus dem Ruhrgebiet, bin hier sozialisiert worden. Mein Opa war so, wie das man hier so kennt, noch unter Tage und dann Stahlarbeiter. Meine Eltern haben in der Pflege gearbeitet. Das heißt, im Endeffekt bin ich noch so eine Art Arbeiterkind. Ich habe aber den Wahlkreis direkt gewonnen und dachte natürlich Anfang 30, ich werde jetzt da so die Weltrevolution starten und alles verändern können. Und habe dann sehr schnell gemerkt, wie naiv das war und habe sehr schnell gemerkt, welche Spielregeln, unfaire Spielregeln herrschen und wie wenig demokratisch die Abläufe sind. Musste vor allen Dingen dann aber erleben im Laufe der Zeit, wie sie sich auch nochmal stark verändern und wie vor allen Dingen Lobbyismus, Profitlobbyismus das Bild prägt. Und bin dann eigentlich von einem Umwelt- und Sozialpolitiker, was ich eigentlich am liebsten nur machen würde, zum Lobbypolitiker und Transparenzpolitiker geworden, weil ich merke, wenn die Spielregeln sich nicht ändern und da sozusagen nicht klare Grenzen gezogen werden, man bei den anderen Bereichen gar keine Chance hat, weil Argumente leider eben nicht zählen. Das in ganz kurzer Abform, ja. Und dann bin ich, weil es irgendwann alles nicht mehr ging, vor 3 Jahren und ich gemerkt habe, dass diese SPD sich selber kaputt macht und die Basis keine Kraft hat, das zu verändern, dass immer von Erneuerung gesprochen wird nach jeder Niederlage und dass diese Erneuerung nie kommt, sondern dass eine Camorra in der SPD weiterhin das Sagen hat und dass das S immer unbedeutender wird, die Herkunft immer unbedeutender wird und dass man eben nicht, so habe ich das immer verstanden, dass die SPD eine Partei für die Leute ist, die sonst keine starke Lobby haben, die eben nicht den Riesenkonzern hinter sich stehen haben, die eben nicht mächtig und einflussreich sind, sondern die mit Alltagsproblemen zu kämpfen haben oder einfach nur ein vernünftiges Leben führen wollen oder von ihrer Arbeit vernünftig leben wollen. Und genau die hat die SPD immer weniger vertreten. Und umwelt- und klimapolitisch hatten sie leider auch immer weniger zu sagen. Und das Lobbyspiel haben sie mitgespielt und da konnte ich dann irgendwann nicht mehr mir in den Spiegel gucken. Und dann war eigentlich klar, ich muss da raus, auch wenn das da bedeutet, dass meine Profikarriere als Politiker damit im Prinzip beendet ist. Weil mir natürlich klar war, wenn ich jetzt nicht zu einem der anderen gehe, wo ich auch Angebote hatte, die auch in den Bundestag kommen können, dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Umso spannender ist jetzt die Zeit. Da steht nämlich sogar im Grundgesetz, dass wir nur unserem Gewissen verantwortlich sind. Dass wir einmal gewählt in der Periode, natürlich müssen wir dann uns verantworten, aber in der Legislaturperiode, für die wir gewählt sind, nur unserem Gewissen verantwortlich sind. Keinem Fraktionsvorsitzenden, keinem Parteivorsitzenden, keiner Regierungschefin und erst recht keinen Konzernchefs. Und dann würde ich noch sagen, natürlich, die Bevölkerung ist unser Chef oder unsere Chefin. Also die bezahlen uns, die wählen uns und die haben Anrecht darauf, dass wir sehr transparent mit viel Rechenschaft ihnen gegenüber sozusagen unsere Arbeit machen. Dafür werden wir gut bezahlt. Das heißt, wir müssen eigentlich keine Nebenverdienste tätigen, sondern wir sollen uns auf unseren Job konzentrieren. Und wenn man den ernst nimmt, das tun übrigens, also das kann man den meisten nicht abschreiben, aber dann hat so eine Woche 55, 60 Wochenstunden, teilweise noch mehr. Also wir haben eigentlich auch gar keine Zeit, noch andere Dinge zu machen. Und das sollten wir machen. Und dann sollten wir uns einsetzen für unsere Themen, für unsere Ideale, wie gesagt, nach unserem Gewissen. Dann kann man darüber hinaus versuchen, einen guten Kontakt zu haben mit dem Wahlkreis, den auch zu repräsentieren, zu den Menschen, die dort wohnen. Jeder hat ja seine Identität, kommt aus einem anderen Bereich. Leider ist das auch immer einförmiger, können wir vielleicht auch noch drüber reden.
Und dann, dann kommt die Partei und die Fraktion und die Solidarität denen gegenüber. Das kommt aber erst danach. Alles andere ist sozusagen das, was die erste Geige spielen sollte. Weil egal, was für eine Tradition eine Partei hat, es ist ein Instrument, es ist ein Vehikel, es ist eine Vereinigung, ein Netzwerk. Das darf man nie vergessen. Und das Gemeinwohl müsste immer zuerst kommen. Und die Realität ist leider fast das Gegenteil. Also natürlich gibt es Abgeordnete, die so leben und die das auch durchziehen. Die werden aber eigentlich nie Karriere machen. Das ist schon das Schlimme. Oder sie werden relativ schnell das Spielfeld verlassen, so wie ich das jetzt mal nenne. Kurze Zwischenfrage. Hat sich das in der Zeit, in der du jetzt im Bundestag bist, signifikant verändert oder war das bereits zur Zeit deines Eintritts so? Ja, ich habe sehr schnell gemerkt, dass die Spielregeln, von denen ich immer spreche, unfair sind und nicht demokratisch sind. Ich bin ja reingekommen, da gab es die Hartz-Gesetze und Agenda. Alle vergessen, also jetzt sprechen ja gerne viele von Rot-Grün, auch wenn es das ja nicht geben wird, als das Eldorado. Aber das war Rot-Grün, die unsozialsten Reformen durchgesetzt haben, die wir in den letzten 20 Jahren erlebt haben. Das waren die Hartz-Gesetze und die Agenda-Reform mit Schröder. Und Schröder hat die mit einer Basta-Politik durchgesetzt und nach dem Motto, ihr macht das jetzt mit, keiner weicht ab. Und wenn einer abweicht, dann schmeißen wir die Regierung hin und dann regieren die Schwatten und die Gelben. Also in Dortmund ist das ja eigentlich keine Drohung, aber politisch wäre es also FDP und Union. Und das hat sozusagen dann so diszipliniert, dass am Ende fast alle zugestimmt haben. Und da habe ich schon erlebt, das kann es nicht sein. Also das ist ja quasi das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast, was ja eigentlich das Ideal sein sollte. Genau. Also die Schieflage gab es schon immer. Aber es gab auch noch andere Positionen. Und es gab eine größere Vielfalt, gerade in der SPD. Es gab andere Positionen, es gab Streit, es gab Diskussionen, so wie man sich Demokratie vorstellt. Ich finde Streit dann nichts Schlimmes, wenn es in fairen Maßstab stattfindet und wenn es nicht persönlich wird, sondern wenn es inhaltlich ist. Das gab es viel mehr. Wir hatten Leute wie Ottmar Schreiner, wie Hermann Scheer, wie Ulrich von Weizsäcker, die hatten ihren eigenen Kopf, die hatten ihre Positionen, die haben sie auch vehement vertreten. Und das ist auch richtig so. Also man hatte eine größere Vielfalt. Wir haben zum Beispiel Erfolge gehabt beim Klimaschutz, bei der Umweltpolitik vor 15 Jahren. Die sind dann alle wieder verschütt gegangen. Und was sich stark verändert hat, ist die Allmachtstellung von Profitlobbyisten, also von einigen Lobbyisten, die sehr eh schon mächtig sind, die viel Geld haben und im Prinzip eine große Beeinflussungsmechanismus eingeführt haben, dass ihre Positionen sich durchsetzen. Darf ich da ganz kurz einhaken? Ich hatte da jetzt bei meiner Recherche bin ich auf die Zahl 200 Millionen Euro, die im Vergleich zu 120 Millionen Euro der Fraktion sozusagen den Finanzlobbyisten zur Verfügung stehen. Ist das ein finanzieller Rahmen, der realistisch ist? Es kommt hin. Ich kenne jetzt die Zahlen nicht direkt. Ich kenne ungefähr die Zahlen, das Verhältnis von Lobbyisten zu Abgeordneten und Mitarbeitern, was auch in diesem Rahmen ist. Und ich kenne ungefähr, also ich würde mal schätzen, 90% der Lobbyisten, die wirklich aktiv sind und vor Ort sind, sind Profitlobbyisten, also arbeiten für einen Konzern oder indirekt dann für ein Unternehmen oder eine Vereinigung, denen es vor allen Dingen um Profit geht und nicht, weil sie sozusagen die Umwelt retten wollen, irgendwie was die Pflege retten wollen, also die sich sozusagen für ein Gemeinwohlinteresse einsetzen. Also generell kann man natürlich sagen, man muss sich auch das anhören, was Konzerne sagen, ist völlig in Ordnung. Aber natürlich muss ich immer wissen, die wollen vor allen Dingen Profit und Profit heißt, auch nicht in erster Linie für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern natürlich für ihre Aktionäre. Das muss man einfach wissen. Also das ist ja dieses Fatale. Wir geben Steuergelder raus, wie jetzt, pumpen die in die Autoindustrie, in die Flugindustrie. Und was machen die damit? Die erhöhen die Dividende und machen Ausschüttung für die Aktionäre. Und die Kurzarbeit, die stecken sie sich ein, das Geld. Also das ist das Fatale. Und es geht auch nicht um die Wirtschaft so allgemein, sondern es geht auch darum, auch da Unterschiede zu ziehen. Also ein kleiner Selbstständiger oder jemand, der hier eine Pommesbude betreibt, gehört ja auch zur Wirtschaft.
der hat sozusagen hohe Auflagen, Schwierigkeiten. Er hat zum Beispiel einen Entsorgungsplan. Der Pommesbude hat einen Entsorgungsplan, die ist richtig kompliziert und hat sich richtig gewaschen. Ein Atomkraftwerk, die den schlimmsten Müll produziert, die es gibt, hat gar keine Auflagen, was den Müll angeht. Die machen ein Zwischenlager, da stecken sie das rein. Das ist der gefährlichste Müll, den es gibt. Er strahlt zig Generationen. Nee, da kümmert sich dann der Steuerzahler, also der Staat drum. Und mit viel, viel Geld, um das dann irgendwann unter die Erde zu bringen, damit wir es nicht mehr sehen. Das ist das Verhältnis, auch innerhalb der Wirtschaft. Ja, also, und deswegen gibt es nicht die Lobbyisten, die gibt es natürlich auch, aber man muss es eben sehr stark unterscheiden, welche Lobbyisten gibt es, mit welchen Interessen, wie stark sind sie und wie beeinflussen sie uns. Wie schätzt du dieses Gesetz zum Lobbyregister, das dann ja ab 2022 greifen soll, wie schätzt du das ein? Ja, es ist ein bisschen mehr als ein zahnloser Tiger, aber die Zähne sind stumpf, die sind klein und ich glaube, was viele verwechseln, es war ja so eine Notdiskussion. Also ich kämpfe seit 15 Jahren für dieses Lobbyregister, deswegen finde ich es erstmal richtig, dass es das gibt. Ich bin auch in der SPD da häufig auf Granit getroffen, dann wurde es irgendwann beschlossen in der SPD, man hat aber immer nur halbherzig das in Verhandlungen eingebracht und als erstes abgeräumt und dann immer gesagt, oh, die böse CDU will das nicht. Wenn man es gewollt hätte, dann hätte man es durchsetzen können. Das sieht man an einem Beispiel, da redet nämlich keiner drüber, es gibt Hausausweise im Bundestag, die werden verteilt von den Fraktionen. Und da können Leute in den Bundestag reingehen mit diesem Ausweis, ohne sich jemals anzumelden. Das heißt, die können einfach da immer reinspazieren. Und irgendwann hat Abgeordnetenwatch gesagt, das gibt's doch gar nicht, ihr müsst das mal veröffentlichen, wer das ist. Und dann haben Linke und Grüne haben das dann veröffentlicht und CDU und CSU und SPD haben dagegen geklagt. Also wollten sie das nicht veröffentlichen. Dann hat aber die Klage gewonnen. Dann gab es sogar noch eine Gegenklage, wie gesagt. Aber am Ende musste es dann veröffentlicht werden. Und oh Wunder, von diesen Hausausweisen sind dann die meisten natürlich an Profitlobbyisten gegangen. Also die SPD wollte das eigentlich auch nie. Und deswegen, ich habe da zwar immer für gekämpft, das heißt, es ist ein Fortschritt. Man schafft eine gewisse Transparenz. Aber man muss sich natürlich nicht, man muss sich deutlich machen, dass man hat ein bisschen mehr einen Überblick. Aber die Geschäfte, die im Dunkeln getätigt werden und im Halbdunkeln, die finden sowieso nicht im Bundestag statt. Die treffen sich woanders. Die werden auch natürlich nicht in so einem Lobbyregister eingefügt. Außerdem fehlen Sachen im Lobbyregister. Also das Lobbyregister müsste auch für die Regierung gelten. Ne? Welche Gespräche und Treffen haben die? Und vor allen Dingen, was fehlt, ist, dass in einem Gesetz deutlich gemacht wird, wer hat daran mitgearbeitet, wer hat daran mitgeschrieben und so weiter. Auch das müsste transparent gemacht werden. Aber selbst wenn alles das passieren würde, haben wir nur eine gewisse Transparenz. Aber die Allmacht der Lobby haben wir trotzdem. Und das wirst du nur durch andere Regeln verändern. Und eigentlich musst du dieses ganze System, politische System verändern, was sozusagen sich jetzt ganz stark am Markt orientiert. Also Merkel spricht ja gerne von der marktkonformen Demokratie. Das heißt, die Demokratie wird deformiert angepasst an einem Marktsystem, wo einige wenige Kasse machen und viele häufig hinten runterfallen. Und das muss ich komplett umdrehen. Ne? Die Demokratie ist die Grundlage und alles andere muss sich an der Demokratie und am Gemeinwohl orientieren und anpassen und nicht andersrum. Das wäre deiner Meinung nach der erste logische Schritt in diese Richtung? Also wir brauchen zwei. Wir brauchen einmal klare Regeln für Abgeordnete. Das ist nämlich auch ein Witz. Die Abgeordneten machen ihre Regeln selbst. Das ist schon fatal. Das heißt, wir bräuchten eigentlich eine unabhängige Kommission, Gruppe, die diese Regeln macht und überprüft. Ich bin dafür, dass eine Bürgerinnenversammlung kommt mit einem Losverfahren, dass Bürger sich zusammensetzen, sich alle Expertinnen und Experten anhören, auch uns Politiker anhören und dann Vorschläge für Regeln machen, die wir dann im Bundestag beschließen. Ich glaube, dann kommt was ganz anderes bei rum und ich glaube nicht, dass wir dann am Hungertuch nagen werden. Also das wird so nicht sein. Ich glaube schon, dass die Bevölkerung versteht im Durchschnitt, dass wir auch was verdienen müssen dafür und auch was bekommen. Aber es wären natürlich ganz andere Regeln. Wir müssen klare Transparenz haben, wir müssen klare Auflagen haben, wir müssen beschränkt werden. Ich finde, es kann nicht sein, dass wir Nebenverdienste haben. Es kann nicht sein, dass wir zur Lobby wechseln dürfen und so weiter. Fraktionszwang würde abgeschafft werden. Das heißt, wir sind unserem Gewissen verpflichtet und nicht dem Fraktionszwang.
wichtige Entscheidungen, wie zum Beispiel Auslandseinsätze der Bundeswehr, aber auch Milliardenbeiträge für irgendwen, das müsste sozusagen wirklich frei nach Gewissen entschieden werden. Das wären so die ersten Grundsätze. Man müsste klarere Auflagen für Parteien, was Sponsoren, Parteispenden angeht. Und auf der anderen Seite würde ich halt Initiativen, Verbände, Vereine aufwerten. Da wird ja eher darüber diskutiert, dass man ihnen die Gemeinnützigkeit entzieht. Ich würde die Gemeinnützigkeit ausweiten, damit sie wenigstens ein paar Chancen haben, auch Steuergelder, also oder zumindest Spenden abzusetzen und so. Also da noch einen steuerlichen Vorteil zu haben. Und ich wäre eben dafür, für eine neue Säule mehr Rechte für Petitionen, die dann eine Auswirkung haben, bis hin zu auch Volksabstimmungen. Aber immer gekettet natürlich ans parlamentarische System oder zum Beispiel Bürgerinnenräte, die nicht nur die Regeln der Politiker bestimmen, sondern vielleicht auch zu Klima und zu anderen Dingen zusammenkommen und dann eine Relevanz haben. Also die zum Beispiel dann ein Gesetzesverfahren in Gang setzen. Da kann man im Bundestag dann immer noch dagegen stimmen, aber es muss sozusagen eine Öffentlichkeit entstehen. Wenn wir diese Säule haben, diese klaren Regeln haben, dann sind wir schon mal einen Riesenschritt weiter. Aber es braucht auch einen Bewusstseinswandel, dass es so nicht weitergeht, dass die Spielregeln sich ändern müssen und auch zum Beispiel das mediale System muss sich verändern, weil das ist genau in dieser gleichen Lobbyschlaufe drin wie auch der Bundestag. Es gibt leider auch eine Menge lobbyierter Journalistinnen und Journalisten und es gibt sozusagen so eine Käseglocke, da sind Lobbyisten, Politiker und Journalisten drin, denen geht es allen super. Meistens kommen die aus einem gehobenen Bildungsbürgertum, haben nie was anders erlebt, kennen auch keine Sorgen und Nöte und natürlich diskutieren sie dann über teilweise Nebenfelder und die wirklichen Sorgen und Sachen der Menschen gehen drunter und werden einfach nicht wirklich thematisiert oder nur, wenn es Katastrophen gerade gibt. Und wenn die Katastrophe weg ist, ich hatte gestern zum Beispiel ein Gespräch mit kennst du den Pfleger Ricardo, der bekannt geworden ist als Pfleger und auch einen Podcast hat und so weiter und sich da sehr engagiert und der dann sagt, ja, dann ist das Pflegethema jetzt mal hochgeploppt, weil wir eine Pandemie haben, aber er merkt jetzt schon, dass es wieder weggeht und wenn es den Menschen wieder gut geht und die Pandemie weg ist, dann reden wir nicht mehr über das. Ja, seine Interviewanfragen sind irgendwie wieder gecancelt worden, hat er gesagt gehabt, ne? Irgendwie, ja, also auch das, ja, genau. Da wurde es ziemlich deutlich. In deiner letzten Podcast-Folge hast du auch darüber gesprochen, dass quasi Petitionen eigentlich nutzlos sind, weil am Ende des Tages sowieso keiner drüber spricht. Und dass auch die Opposition per se relativ machtlos ist. Kannst du dazu vielleicht nochmal zwei, drei Sätze verlieren? Ja, erstmal zu Petitionen. Also ich finde es grundsätzlich super, dass die Menschen sich die Gedanken machen und sich da einbringen in die Politik. Das ist ja, die haben ja sonst fast keine Möglichkeiten, außer bei den Wahlen sich einzubringen, sind ja fast nur Petitionen oder sich natürlich irgendwo noch zu engagieren. Aber diese Petitionen entfalten nur dann eine Wirkung, wenn sie eine öffentliche Wirkung haben. Wenn es also so viele Leute sind, dass man im Netz darüber spricht, dass man auch sonst darüber spricht, im politischen Raum, also bei uns, haben sie eigentlich keine Wirkung. Sie kommen bei einer bestimmten Stufe dann in den Petitionsausschuss. Ja, schön, damit im Petitionsausschuss darüber geredet. Uns in der Fraktion, also als ich noch in der Fraktion war, ist es völlig egal. Wir haben, glaube ich, 2 oder 3 Mal in 17 Jahren oder 16 Jahren über eine Petition gesprochen, also ernsthaft darüber gesprochen. Und ansonsten verpufft es einfach. Es geht auch nicht in ein Gesetz. Im Buch beschreibe ich das dann, ne, wie viele Petitionen es gibt und wie sie verpuffen. Und das andere ist, auch Abgeordnete haben eigentlich kaum noch Einfluss. Sie hätten den eigentlich per Gesetz, sie nutzen ihn aber nicht. So haben wir eine Gemengelage, dass die Regierungsfraktionen, wenn du da Mitglied bist, hast du erst recht keinen Einfluss, weil die Regierung gibt vor und du nickst es ab. Du hast eigentlich kaum eine Chance, da noch einzugreifen. Oder es kostet super viel Kraft und es sind dann vielleicht wirklich Winzigkeiten, die du veränderst. Aber das ist eine Umkehrung dessen. Also eigentlich ist der Bundestag die Entscheidungsmitte und sollte entscheiden. Aber bei uns machen die Gesetze fast ausschließlich, auch das belege ich in Zahlen, der Gesetzgeber, also die Regierung und der Gesetzgeber, der eigentliche, der Bundestag, der nickt es ab. Und wenn du ausscherst aus dem, bist du sehr schnell außen vor und bist rausgemobbt. Und dann gibt es die Opposition,
Die hat natürlich trotzdem eine wichtige Funktion. Sie kann sozusagen sagen, was falsch läuft und darauf hinweisen. Aber sie hat nie eine Chance, konstruktiv was zu bewegen, weil alles, was sie an Anträgen macht, das sind nämlich die einzigen Anträge, die es noch gibt, außerhalb der Regierung, aber die werden alle abgelehnt. Alle. Egal, und das weiß ich ja, ich war ja in der Regierungsfraktion, wie sinnvoll wir solche Anträge halten. Es war nicht selten, dass wir gesagt haben, boah, der ist aber gut, der Antrag. Das ist aber wichtig, dieser Antrag. Aber sie werden alle abgelehnt. Weil er ja nicht von euch kam quasi. Ja, genau. Wenn er nicht von uns kommt, dann wird es abgelehnt. Und das ist nicht mein politisches Verständnis. Ich habe schon immer gerne über Parteigrenzen hinweggearbeitet. Und ich denke, es gibt so viele Themen, wo man das auch müsste. Das einzige Mal, wo das aufgebrochen wurde, also außer dass es gibt ganz hochmoralische Fragen wie Organspende, da ist es automatisch so, aber das ist einmal in 4 Jahren. Und einmal wurde es aufgebrochen, das ist bei der gleichgeschlechtlichen Ehe. Da haben wir praktisch einmal das aufgebrochen, aber es wurde auch jahrelang nicht gemacht. Und man hat sich auch nicht getraut, über Fraktionsgrenzen, obwohl es eine Mehrheit im Bundestag gab, das zu machen. Und dann sitzt Angela Merkel in einem Interview der Bunden und sagt, ja, eigentlich ist das ja eine Gewissensfrage. Und dann trauen sie sich erst, das aufzubrechen. Das heißt, die Kanzlerin in der Regierung bestimmt, was eine Gewissensfrage ist. Weil es vorher keine Gewissensfrage wäre quasi. Ja, das ist eine totale Entmündigung. Und das könnten wir bei so vielen Fragen machen, wird aber nicht gemacht. Und das zeigt ja, wie zahnlos dieser Bundestag ist. Und dass ich dann auf einmal, wo alle gesagt haben, ja, jetzt bist du fraktionslos und ganz alleine, da hast du ja so gar nichts mehr zu sagen. Nein. Ich bin freier und habe viel mehr zu sagen, als ich jemals zu sagen hatte. Weil Opposition kann ich auch, also alles wird auch abgelehnt, was ich sage, ja. Aber also da bin ich nicht schlechter gestellt, aber ich kann reden zu den Themen, ich kann Öffentlichkeit schaffen und in der Regierungskoalition wäre ich nur eingespannt. Übrigens einen Beleg, der das nochmal zeigt, ganz aktuell, der Kollege Altmaier, also Wirtschaftsminister, hat neulich mal aus Versehen falsch abgestimmt. Er hat nämlich bei der Freigabe der Impfstoffe einen Antrag der Linken zugestimmt. Und dann alle so, oh, er hat doch ein Gewissen, was passiert hier? Und dann hat er aber gleich klargestellt, er hat sich vertan, er hat die falsche Stimmkarte eingeschmissen und sagte dann noch dazu, er würde niemals, niemals für einen Antrag der Linken und der Opposition stimmen. Und das zeigt ja, wie weit wir gekommen sind und was es für ein fatales Verständnis von Demokratie mittlerweile gibt. Könnte man es so populistisch, möchte ich jetzt sagen, ausdrücken, dass es in dem Sinne, wenn wir das alles zusammenfassen, was du jetzt gesagt hast, eigentlich gar keine Demokratie, sondern eher eine Oligarchie haben? Ja, also zumindest sind wir, also ich bin auch auf der Suche nach einem wirklichen Begriff. Ne? Also es ist natürlich schon eine Demokratie, es ist, man darf wählen, die Wahlen sind, glaube ich, auch ziemlich frei. Es wird auch überprüft, wir haben auch eine Judikative, also Richter und wo auch manchmal die zur Politik zur Ordnung gerufen wird, also mit bestimmten Gesetzen. Wir haben eine Regierung, wir haben einen Bundestag, wir haben Parteien, wir haben diese Wahlen, aber es ist viel Fassade mittlerweile. Und da, wo es wirklich drauf ankommt, wo die Willensbildung stattfindet, bei den Parteien vor Ort und außerhalb der Parteien und Willensbildung, da ist nicht mehr so viel von da. Da bröckelt es ziemlich massiv. Und man muss es zusammen sehen, es ist eine völlige Verquickung zwischen Demokratie und Wirtschaftssystem entstanden. Und dieses Wirtschaftssystem, da bin ich zumindest sehr klar, ist auf gar keinen Fall eine soziale Marktwirtschaft. Es ist auch keine freie Marktwirtschaft, weil einige wenige bevorteilt werden in dieser Wirtschaft. Andere, die gehen halt einfach pleite. Andere werden vom Staat gerettet. Und diese Verquickung von diesem marktkonformen Demokratie führt wirklich so ein bisschen zu so einer Feudal- oder Oligopolgesellschaft, dass praktisch wirklich so eine Gruppe das eigentlich beherrscht. Allerdings muss man sagen, ist diese Gruppe nicht fix. Ne? Also da gibt es schon eine Veränderung. Ne? Also man kann auch in diese Gruppe reinkommen. Gerade wenn man dieses Spiel mitspielt, dann hat man vielleicht eine Chance, irgendwann mal da reinzukommen und ein paar Jahre mitzuspielen. Aber trotzdem ist es am Ende eben keine offene, echte Demokratie, so wie ich mir das vorstelle oder auch wie man eigentlich das so angelegt hat. Ne? Da bin ich auch ganz sicher. Im Hinblick auf das Aufsteigen in diesem System gibt es ja nun eine Figur, die doch
Berühmtheit erlangt oder beziehungsweise Berühmtheit erlangt hat, und das ist der Philipp Amthor, der ja quasi so eine Art Mythos um sich herum aufgebaut hat, ne? Der Sohn einer alleinerziehenden Mutter aus dem östlichsten Mecklenburg-Vorpommern, der es sozusagen aus eigener Kraft innerhalb kürzester Zeit in den Bundestag geschafft hat. Der ist tatsächlich auch sozusagen der Grund für das Video, das ich gerade produziere. Und jetzt hätte ich zu ihm mal noch so ein paar Fragen. Ich weiß jetzt nicht, deine erste Podcast-Folge war ja erstaunlicherweise auch direkt über ihn. Weiß jetzt nicht, inwieweit du da drauf antworten kannst oder willst. Ich hau dir jetzt einfach mal ein paar Fragen um die Ohren. Zum einen, kennst du Amthor persönlich und wie ist dein Eindruck von ihm? Nee, das, da kann ich auch nur subjektiv drauf antworten, ne? Also politisch finde ich das völlig absurd und auch völlig unanständig, was er da betreibt. Aber was subjektiv kann ich das nicht sagen. Natürlich bin ich ihm häufig begegnet, ne, auf dem Flur, ich sehe ihn sprechen. Da kann ich nur subjektiv sagen, war er mir nicht von Anfang an nie wirklich sympathisch, weil er sehr moralinsauer geredet hat, auch bei den Fernsehauftritten. Also er hat ja mal die moralische Keule geschwungen, sich als wertekonservativ geoutet. Und dass gerade so einer dann, wenn er so kurz dabei ist, kein Problem damit hat, Aktienoptionen von einer US-Firma anzunehmen, eine Position anzunehmen und die Bevölkerung zu bescheißen, das finde ich dann immer besonders verwerflich. Deswegen kann ich ihn gar nicht sympathisch finden. Und ich hatte auch gleich den Eindruck, wenn ich ihn gesehen habe, mag irgendwie Zufall gewesen sein, aber hat er immer nur, selbst im ersten Jahr, als er reinkam, war er gleich relativ bekannt, weil viele Medien ihn begleitet haben beim Einzug im Bundestag. Und er hatte gleich eine große öffentliche Aufmerksamkeit, obwohl er noch gar nichts geleistet hatte in der Politik, außer dass er da gewählt worden ist. Und er hat immer nur bei den Großkopfhacken gestanden der Union. Er hat immer nur beim Fraktionsvorsitzenden, bei irgendeinem Minister, bei irgendeinem Staatssekretär gestanden. Ich habe ihn also eigentlich nie mit dem normalen Abgeordneten reden sehen. Und ich sage jetzt mal, also als ich in den Bundestag gekommen bin, und ich kann eigentlich fast für alle da reden, wenn man da neu reinkommt, ja, dann ist man eher so ein, ich will nicht sagen eine Distanz zu den Ministern und so weiter, aber redet man natürlich eher mit den normalen Abgeordneten, die da auch so sind. Und da habe ich ihn nie gesehen. Kann eine Momentaufnahme sein, aber das hat ihn für mich jetzt nicht gerade sympathisch gemacht. Also würdest du schon einschätzen, dass er eine gewisse Agenda verfolgt? Ja, das zumindest war ja nun stark erkennbar. Ansonsten würdest du auch nicht sofort, also ich habe mich gar nicht in der Lage gefühlt, und ich war ein paar Jahre älter noch als er, als ich im Bundestag gekommen bin, irgendwie auch noch, also selbst wenn ich keine moralischen Bedenken gehabt hätte, in eine führende Funktion oder wichtige Funktion eines Konzerns zu kommen. Und er ist ja auch kein Ökonom, er ist ja auch Jurist. Und er ist ganz frisch von der Uni in den Bundestag gekommen. Da würde ich mich gar nicht in der Lage fühlen, irgendwie in der Wirtschaft eine Rolle zu spielen. Und Aktienoptionen übernehmen, das wäre alles eine Nummer zu groß. Und dass er das aber alles so selbstverständlich gemacht hat, zeigt ja, dass er eine klare Agenda hat und dass er auch noch selbstverständlich jetzt behauptet, dass es nichts mit seinem Abgeordneten da zu tun hat. Ich meine, wie kann man sich einbilden, als 27er, jetzt 28-Jähriger, direkt nach der Uni in den Bundestag zu kommen und umworben zu werden von Unternehmen, dass das natürlich nur ist, weil man der große ökonomische aufgehende Stern ist, und dass das nichts mit dem Abgeordneten-Dasein zu tun hat. Also entweder das ist eine mega, mega dreiste Lüge oder es ist einfach so in seinem Kopf, dass er so mega von sich überzeugt ist, dass er meint, er wäre allmächtig. Also Option würde ich... Beides ist nicht sympathisch. Option 2 würde ich eher ausschließen, weil das ist so absurd, das kann man das sich schon gar nicht vorstellen. Ja. Ja. Ich habe letztes Jahr im Sommer eine Rede gehalten nach dieser Geschichte von ihm, weil es ja eine starke Beschimpfung gab von vielen Unionsleuten gegenüber der Klimabewegung. Und wo man ja 17-, 18-Jährige klar dafür in Haftung genommen hat, wie vehement und deutlich sie da demonstrieren und ja auch die Schule schwänzen sozusagen, und hat ihnen das ganz stark vorgeworfen und hat sie in Haftung genommen. Da habe ich gesagt, also wenn ihr 16-, 17-, 18-Jährige so stark in Haftung nehmt und so verantwortlich macht, nur dafür, weil sie für ihre Rechte auf die Straße gehen,
aber bei einem 27-Jährigen dann sagt, ja, der ist noch jung und dem muss man das verzeihen und so weiter, obwohl er, glaube ich, genau weiß, was er macht. Das habe ich ja damals der Union schon vorgeworfen, dass dieses Missverhältnis nicht stimmt. Dann muss man ja sagen, Mecklenburg-Vorpommern hat ihn als zum Spitzenkandidaten gemacht. Ne? Also auch das muss man dann der Union einfach vorwerfen. Wenn es da zumindest einen Ansatz gibt, wo man sagt, okay, wir geben dem von mir aus noch eine Chance, aber wir fanden das jetzt auch nicht besonders gut und wir wollen da auch andere Regeln haben, dann mache ich den nicht zum Spitzenkandidaten. Ne? Dann vielleicht stelle ich ihn dann nochmal auf oder rede mit ihm oder gucken, was wir machen, weil er ist ja auch noch jung. Aber man macht ihn nicht zum Spitzenkandidaten. Das heißt, da muss man sich der Union sich schon vorwerfen lassen, dass ihr das eigentlich scheißegal ist. Dass ihr es vielleicht sogar richtig findet, wenn man so Politik macht. Und das ist ja meine Sorge. Meine Sorge ist, dass eigentlich dieser Ansatz, auch habe ich auch in anderen Fraktionen gesehen, dass es richtig ist, dass die coolen Abgeordneten, die guten Abgeordneten sind, die besonders viele wirtschaftliche Kontakte haben, die auch für sich persönlich ausnutzen, die viele Nebenverdienste haben, die wenig im Parlament dafür sitzen, sondern sich eher um ihre eigene Zukunft kümmern, dass das eigentlich die coolen Abgeordneten sind. Und das ist, finde ich, fatal. Und noch sieht es nicht davon aus, dass die Union sich abkehrt. Aber natürlich schadet diese Geschichten ihr ja auch. Das Lobbyregister haben wir übrigens nur, weil Amthor das angestoßen hat und dann natürlich das war schon wieder auf Eis und dann kamen dann noch die Korruptionsgeschichten, die Maskensachen. Nur deswegen hat sich überhaupt was bewegt im Parlament. Wie schätzt du denn Amthors Beziehung zu Rechtsaußen ein? Naja, zumindest für, wie soll ich sagen, also problematisch auf jeden Fall. Da weiß ich noch nicht, ob er das alles unterschätzt. Das kann ich noch nicht einschätzen. Oder ob er wirklich einen Hang dazu hat, diesen Bereich mitzubespielen. Aber er hat zumindest ja kein Problem, sich mit solchen Leuten ablichten zu lassen oder auch Gespräche zu führen. Und ganz ehrlich, wer neben jemand mit einem Bild von der Frau Haferbeck steht, also du kannst doch als Politiker nicht behaupten, dass du das nicht weißt oder verstehst, weil also das auf keinen Fall. Der weiß das versteht der auch. Nur die Frage ist, ob er sich nicht auch da total überschätzt und denkt, naja, das ist irgendwie ganz cool, dann wählen die mich auch, dann finden die mich auch cool und die binde ich schon mit ein. Also wir kennen ja diese Mentalität, die Geschichtsvergleiche sind immer schwierig, aber wir kennen ja diese rechtskonservativen Leute, die immer denken, die Nazis und die Rechten, die binden wir irgendwie mit ein. Ne? Also meinst du, das ist schon. Du meinst, das ist Kalkül bei ihm sozusagen? Das könnte sein, ne? Das weiß ich eben nicht. Ne? Es könnte sein, dass er sich so gnadenlos überschätzt, dass er meint, er bindet die mit ein. Oder hat wirklich einen Hang, der nicht nur rechtskonservativ ist, sondern wirklich in die rechtsextremen Bereich führt. Das weiß ich nicht. Eins von beiden wird es sein. Dafür kenne ich ihn jetzt zu wenig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er sich einfach gnadenlos überschätzt. Das haben schon viele Rechtskonservative oder Konservative getan. Und deswegen haben wir häufig das Dilemma, weil am Ende nämlich dann die wirklich Rechten, Rechtsextremen, das immer ausgenutzt haben. Und dann haben sie irgendwann die Konservativen auch weggewischt. Die waren häufig Steigbügelhalter, das muss man einfach so sagen. Das heißt, man muss auch wissen, mit was für einem Feuer man da spielt. Aber da haben sich immer wieder Leute überschätzt auch. Wenn es einen gäbe bei der SPD, ausgeschlossen ist, aber gäbe, der solche Kontakte in die linksextreme Szene hätte oder sich mit Leuten aus dem Bereich ablichten lässt, Gespräche führt und so weiter, was dann los wäre? Ne, dann hätte der Innenminister einen Sonderausschuss einberufen und dann würde eine Hetzkampagne auch in Teil der Medien stattfinden und dieser Abgeordnete, der wäre abgeschossen, weg, der würde wahrscheinlich sich nie wieder zeigen lassen dürfen. Ich kenne mal einen Fall, das ist übrigens die einzige Juso-Vorsitzende, egal ob es männlich oder weiblich, die sich ein bisschen treu geblieben ist. Meistens sind die Juso-Vorsitzenden, haben ja dann Karriere gemacht und dann haben sie alle ihre Position ganz schnell über Bord geworfen. Aber es gab eine, Franziska Drosel, gar nicht so lange her, und die war Mitglied bei der Roten Hilfe. Und da ist eine Hetzkampagne in Gang gezogen, als wenn sie sozusagen morgen die linksterroristische Revolution ausrufen würde. Und die ist dann auch beiseite geschoben worden. Und das ist nicht mehr ansatzweise vergleichbar mit dem, was man bei Amthor auf der anderen Seite erlebt. Und auf der anderen Seite wüsste ich, was für einen Sturm abgibt. Und bei Amthor ist das alles so, ja, der ist noch jung und man muss mal gucken und der kommt ja aus dieser Region und so weiter. Und das ist also interessant, wie vor allen Dingen so Mechanismen funktionieren.
eigentlich ist es ja schon fast PC bei ihm. Und das ist eigentlich so das Schlimme. Und deswegen ist es eigentlich auch fast egal, ob er sich völlig überschätzt und das so macht oder ob er wirklich da in diesem Sumpf total drin ist. Eigentlich ist das egal, weil auf der anderen Seite würde jemand drastisch fertig gemacht werden. Würdest du einschätzen, dass diese ganzen Skandale, also jetzt TikTok, Augustus Intelligence und so weiter und so fort, dass ihn das aufhalten könnte? Ich weiß es nicht. Also entweder wird er eine ganz schillernde Figur. Man kann ja auch da sich vorstellen, was irgendwann mal was zwischen AfD und Union passiert oder auch Bündnisse gibt es ja auf lokaler Ebene schon. Da habe ich ja so am meisten Angst vor. Dass die Gottes Willen, bitte nicht orakeln jetzt hier. Das ist ja, aber es ist ja nicht nur Amthor, das ist das ja. Es gibt ja eine Union viel mehr. Und für die war ja Merkel und ein bestimmter Teil der Union ganz schlimm. Und die sehnen sich ja eher nach sehr starken rechten Positionen. Und da ist ja alles irgendwie möglich. Und von daher kann das sogar sein, dass es ihm wirklich nutzt. Es kann aber auch natürlich sein, dass irgendwann der Widerstand so groß wird und die wirklichen Menschen mit Werten dann sagen, nee, das geht jetzt irgendwie auch nicht mehr, das geht jetzt irgendwie zu weit. Da weiß ich nicht, wie das Pendel ausschlägt, aber es gibt ja mehr. Wenn das nur Amthor wäre, würde ich sagen, ja, da muss er scheitern. Aber es gibt Maßen, es gibt diese Werteunion, die, also in der CDU, die aber keine Werte oder nur eine Doppelwerte-Moral besitzt, da sind ja ganz finstere Gestalten unterwegs. Und da gibt es immer diese Verknüpfung auch zur rechten Szene. Es gibt Gott sei Dank auch die in der Union, die da eine klare Grenze ziehen. Das muss man auch sagen. Aber die geraten ja auch immer mehr unter Druck. Also die erleben ja Shitstorms. Also wenn gerade einer aus der Union mal eine andere Position bezieht und eine Grenze zieht, der wird ja auch fertig gemacht. Gerade über Social Media und so. Das ist ja krass. Man muss nicht so weit gehen, noch zu sagen, naja, einer, der sich da mal Grenzen gesagt hat, der ist dann sogar abgeschossen worden. Und das hat eigentlich dann gar nicht mehr so viele interessiert. Also das ist schon ein was ins Rutschen gekommen, was, glaube ich, gefährlicher ist, als manche sich das ausmalen. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, nach 4 Jahren AfD im Bundestag wird das zu so ein bisschen zu so einer Normalität. Auch das finde ich ganz schrecklich. Sieht man ja auch in Baden-Württemberg, ach, dann wählen wir halt einen von der AfD ins Verfassungsgericht, bevor wir da alle 2 Wochen abstimmen müssen, dass selbst die Grünen das sagen. Ne, da sieht man ja irgendwie, das ist total in der Normalität angekommen und wir müssen das jetzt mal akzeptieren. Nee, ich will das nicht akzeptieren. Ich will Rechtsextremismus nicht akzeptieren. Wie viel House of Cards steckt in der deutschen Politik? Also wenn man sich, ich glaube, das House of Cards schon längst überholt wurde von der Realität. Das ist, also gut, diese Morde, die dann noch so passiert sind. Ich hab genau dieselbe Antwort schon mal von jemandem aus einem Landesparlament bekommen, ja. Ja, also es steckt eine Menge drin da. Ne? Das ist, natürlich ist es teilweise Fiktion, aber die Realität ist manchmal schlimmer als das, was man sich irgendwie so ausdenken kann. Und das zeigt ja nur, dass sich immer mehr Menschen damit beschäftigen müssen und dass ich immer sage, ihr dürft nicht euch zurückziehen. Ich weiß, dass das verständlich ist. Ich kenne das ja gerade in Städten und bestimmten, gerade auch noch in den Regionen, die ein bisschen, denen es nicht so gut geht, wo die Menschen leben, die viele Alltagsprobleme haben, ziehen sich ja immer mehr zurück, weil sie sagen, ach, so völlig egal, wen ich wähle, am Ende werde ich doch sowieso verarscht und am Ende machen sie sowieso das, was sie wollen. Ist das vielleicht auch gewollt, dieser Effekt? Ja, zumindest gerne hingenommen. Es wehrt sich keiner dagegen. Ne? Also es gibt ja, das habe ich ja auch mal ausgerechnet, schreibe ich auch auf, es gibt ja diese Effekte gerade bei der Kommunalwahl, niedrige Wahlbeteiligung. Insgesamt sinkt die Wahlbeteiligung ja. Sie ist mal ein bisschen nach oben gegangen, weil die AfD dann kam und dann alle anderen gesagt haben, oh, jetzt muss ich doch nochmal wählen, das kleinere Übel. Aber im Endeffekt sinkt das ja ab und das Interesse sinkt auch ab. Und natürlich verständlich, weil viele sagen, wir werden ja eh genutzt. Und es interessiert keinen, weil jemand, der 30, eine Partei, die 30% kriegt bei einer Wahlbeteiligung von 50%,
wo ja schon viele Leute überhaupt nicht wählen dürfen in unserem Land, obwohl sie hier seit was weiß ich wie vielen Jahren leben und alle unter 18 dürfen nicht wählen. Das heißt, da fallen ja schon mal viele weg. Das heißt, am Ende hast du einen Effekt, dass die stärkste Partei vielleicht von 10, also in Dortmund war das so bei der Kommunalwahl, von 10% gewählt wird. Die stärkste Partei wird wirklich von 10% der Dortmunderinnen und Dortmundern gewählt. Und tut dann so, als wenn sie der große Wahlsieger wird, feiert das ab. Und die anderen 90% sind egal. Und die, die alle nicht gewählt haben, sind egal. Interessiert keinen mehr. Das heißt, es wird so hingenommen. Und das finde ich fatal. Deswegen habe ich ja mal ketzerisch vorgeschlagen, aber mittlerweile meine ich das ernst. Wenn man unter 80% Wahlbeteiligung fällt, dann muss man die Plätze im Parlament freihalten, die sozusagen unter diesen 80% liegen. Wenn man die nicht erreicht, wenn man das nämlich macht und so ein Parlament ist dann nur zu 60% oder 65% besetzt und man kriegt die Posten nicht, weil man irgendwie nicht die Wahlbeteiligung dahin gekriegt hat, was meinst du, was das für ein Thema werden würde? Und wie sich dann die Parteien auf einmal bemühen, die Menschen anzusprechen, die nicht wählen gehen, weil sie bemühen sich gar nicht mehr. Es ist nicht, da sind wir wieder bei der Verschwörung, es gibt keine Verschwörung, die das sozusagen herbeiführt, denn sind keine am Brett und malen das auf, damit die Leute nicht mehr wählen gehen, aber man nimmt es sehr billigenden Kauf. Und für die Konservativen ist es super, weil es ist meistens in den Stadtteilen oder Regionen, wo es den Menschen eigentlich nicht so gut geht, die also eigentlich wirklich eine Änderung bräuchten. Also ein Beispiel in Dortmund im Süden, eher wohlhabend, Wahlbeteiligung selbst bei der Kommunalwahl über 80%. Dortmunder Nordstadt, teilweise Brennpunkt, eigentlich sehr vielfältig, also auch gibt auch eine Menge Gutes zu sagen über diese Stadtteile. Aber da Wahlbeteiligung 20, 22, 23%. So, das muss man sich überlegen. Oh. Und das finden einige natürlich super. Wie ist denn deine persönliche Meinung zu Scholz? Also Olaf Cum-Ex-Scholz quasi. Ne? Also ich bin ja symbolisch nochmal aus der SPD ausgetreten, als er Kanzlerkandidat geworden ist. Da habe ich ja haben wir eine Aktion gemacht mit Martin Sonneborn vor der SPD-Zentrale und haben Parteibücher eingesammelt. Und da habe ich mein Parteibuch abgegeben. Das habe ich nämlich noch behalten, so aus alter Tradition. Also im Prinzip bin ich dann nochmal ausgetreten. Das sagt, glaube ich, alles. Also ich habe es leider befürchtet, das habe ich auch allen gesagt, dass es so kommen wird. Keiner hat das geglaubt, vor allem als die neuen Vorsitzenden kamen. Aber das ist typisch SPD leider geworden. Genau den wieder aufzustellen, den ich für den konservativsten halte, den ich für den Träger dieses Systems halte, der eigentlich genauso gut in der Union sein könnte und der für all das steht, was die SPD kaputt gemacht hat. Der war bei den ganzen Hartz- und Agenda-Reformen dabei, der hat sich nie davon distanziert, der hat alles mitgemacht, was die SPD eigentlich zerschossen hat. Und den ausgerechnet zum Kanzlerkandidaten zu machen, ist, finde ich, so der letzte Abschuss der SPD, den sich geleistet hat. Vor allen Dingen, was für eine Frechheit gegenüber der Basis. Die Basis wählt, stand ja zur Wahl als Parteivorsitzender. Das heißt, wenn er denn so toll wäre oder zumindest die Parteien so toll finden würde, dann hätten sie ihn ja zum Parteivorsitzenden gewählt. Sie wählen extra zwei andere und die beiden haben sie nicht gewählt, weil sie sie so toll fanden, das weiß ich nun, weil andere haben ja dann auch zum Beispiel ihren Rückzug gegenüber den beiden erklärt, sondern weil sie die besten Chancen hatten, ihn zu verhindern. Deswegen sind die beiden gewählt worden. Und was machen sie als mit die erste Amtshandlung? Sie machen ihn zum Kanzlerkandidaten. Und also es gibt diesen Spruch von Erich Kästner, ne? Durch den Kakao, durch den man dich zieht, den darfst du nicht noch trinken. Und genau das haben sie aber gemacht, obwohl ich die beiden an sich schätze. Aber sie haben genau dieses System wieder gestärkt in der SPD. Und ich finde Olaf Scholz grauenhaft, gerade diese ganze Cum-Ex-Geschichten. Aber das ist typisch für ihn. Ich habe ihn nie anders kennengelernt. Und da kann man leider, und jetzt vielleicht noch zwei Sachen dazu, die mich jetzt nochmal richtig wütend gemacht haben, weil ich eigentlich aufhören wollte, jetzt auch SPD zu bashen und Olaf Scholz zu bashen. Aber dann habe ich zwei Videos jetzt gesehen, die mich nochmal so unfassbar wütend gemacht haben. In einem Video verteidigt er die absolute Steigerung der Verteidigungsausgaben. 8 Milliarden mehr in den letzten 3 Jahren. Wir sind jetzt fast bei 50 Milliarden. Wir geben fast so viel wie Russland für Verteidigung aus, vor dem immer alle warnen, wie schlimm die Russen werden hier einmarschieren bald und so weiter. Und alleine Deutschland gibt bald so viel aus. Selbst in der Pandemie hat man jetzt Milliarden draufgelegt. Und er hat das nicht nur wieder auf die Union abgeschiebt, schon was die SPD gerne so macht. Die böse Union ist es in Schuld, sondern er sagt, er war das. Er hat das gemacht und das reicht noch nicht und wir müssen noch mehr investieren.
Die so, ey, du bist Finanzminister, wir haben für nichts Geld im Sozialen, in anderen Bereichen. Ganz viele Leute nach der Pandemie stehen auf der Straße, verlieren ihre Existenz. Und du willst das Militär erhöhen? Und die zweite Sache war, ich rede seit Jahren davon, bei den Tafeln, die haben ja immer mehr Zulauf. Immer mehr Menschen gehen zu den Tafeln. Über 1 Million gehen dahin, die wegen dem ganzen Zulauf können sie sozusagen gar nicht mehr ihren Betrieb aufrechterhalten. Und ich habe seit Jahren rege ich mich darüber auf und sage immer, dass ich das völlig abtörend finde, wenn dann auch noch Politiker hingehen, sich die Schürze umbinden, ein Foto machen, wie sie bei der Tafel ehrenamtlich arbeiten. Das machen sie natürlich nicht, machen sie 10 Minuten für dieses Foto. Und dann loben, wie toll denn diese ehrenamtliche Arbeit ist. Nein, Politiker sind dazu da, die Verhältnisse zu ändern, dass die Leute nicht mehr zur Tafel gehen müssten. Weil eigentlich sind die Tafeln dazu errichtet worden, ist, überschüssiges Essen loszuwerden und nicht Menschen in Not zu helfen. Und dann kommt vorher dann dieses Video von Olaf Scholz, wie er sich die Schürze umbindet bei der Tafel. Und ich bin so, ich dachte so, das ist, der macht alle Stereotype, die ich verachte, bringt er irgendwie auch noch im Wahlkampf. Das ist so wahnsinnig. Und das macht mich echt wütend. Und es ist, jetzt nochmal zu Baerbock, im Verhältnis gesehen, und das ist, glaube ich, das, was gerade passiert ist. Normalerweise erlebt das ja immer die SPD. Also es wird der Konservativste in der SPD hochgeschrieben von den Medien, gehypt, gelobt, damit der Kanzlerkandidat wird. Dann stellt die SPD denn auch auf, ob das Steinmeier war oder Steinbrück oder jetzt Scholz. Und wenn er das ist, dann wird er trotzdem platt gemacht. Das ist Steinbrück so gegangen, das ist Steinmeier so gegangen, das ist Schulz so gegangen. Und das war immer so, dass praktisch die SPD, außer einmal bei Schröder, aber da wollte man Kohl loswerden, der SPD dieses Schicksal droht. Und diesmal passiert das nicht. Da hat Olaf Scholz halt Riesenglück, weil die Grünen in dieser Position sind des Herausforderers. Die SPD ist rausgefallen aus der Rolle des Herausforderers und sind die Grünen geworden. Und deswegen ist die Baerbock ist ja unglaublich hochgeschrieben worden und gelobt worden. Und dann ist sie das und dann wird sie fertig gemacht. Das wäre Habeck übrigens genauso gegangen. Das ist die Frage, wie er sich geschlagen hätte, aber das wäre ihm genauso gegangen. Dann wird sie fertig gemacht. Und damit können die Grünen gar nicht umgehen, weil sie das gar nicht kennen. Und Scholz ist jetzt total außen vor, weil er schwimmt jetzt sozusagen da außen vor, weil die einen konzentrieren sich auf Laschet und die anderen konzentrieren sich auf Baerbock. Und deswegen schwimmt er so ein bisschen da durch, obwohl er es eigentlich auch total verdient hätte. Also, das ist sehr interessant. Also meinst du, nach Amthor sollte ich dem Scholz aber auch noch einen Haken verpassen? Ja, da gibt es so viel zu sagen. Und wie gesagt, es konzentrieren sich ja eher alle auf Baerbock und jetzt als Gegenreaktion auch auf Laschet, was er auch mehr als verdient. Vor allen Dingen ist es ja immer noch so, dass Baerbock viel mehr gebasht wird. Und ist ja nur, also dieses Verhältnis alleine, wie lange sich mit ihrem Buch beschäftigt worden ist und jetzt mit Laschet, das war nur eine ganz kurze Meldung und dann war das wieder raus mit seinem Buch. Und um Olaf Scholz kümmert sich keiner. Und sagen wir mal positiv, er hätte es verdient, dass er auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegt. also ich werde mir das dann auch nochmal zu Gemüte führen. Eigentlich wollte ich mich als nächstes mal mit Nestle auseinandersetzen, aber das ist ja ein alter Hut, ne? Das kennt man ja. Aber Olaf Scholz, den vergisst man, glaube ich, gerade ein bisschen. Da hast du komplett recht. Marco, ich danke dir vielmals. Ich habe dir viel mehr Zeit geraubt, als ich eigentlich wollte. Es war ein wahnsinnig interessantes und spannendes Gespräch. Ich wünsche dir wirklich alles Gute für die Wahl. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ich kann da leider nicht helfen, aber vielleicht sieht das Video dann ja vielleicht der ein oder andere und der vielleicht auch in deinem Wahlkreis ist und da ein bisschen sensibilisiert wird. Und vielleicht können wir dann auch für die zweite Auflage deines Buchs ein bisschen was tun. Hab ja gehört, dass die jetzt gedruckt vielleicht mal in Berlin. Ich versuche, um Berlin einen großen Bogen zu machen. Ich verabscheue diese Stadt sehr, aber ich befürchte, mein Weg führt mich ja immer weiter in politische Sphären. Unangenehmerweise muss ich tatsächlich sagen, aber es ist einfach
Es muss halt getan werden, du hast komplett recht, ne? Und auch wenn das nicht einfach ist und auch wenn jetzt während Corona die Fronten sich derartig offensichtlich verhärtet haben im Volk und man quasi Stellvertreterkriege führt, wo man sich eigentlich auf einen anderen Feind konzentrieren müsste. Genau. Es ist genau. So erbärmlich, es ist so erbärmlich, wie man sich untereinander aufreibt, während die Elite, sage ich mal, uns sozusagen ausspielt. Das ist wohl wahr. Das ist auch das größte Manko und das größte Problem. Ansonsten hätten wir viele Probleme gar nicht, wenn man da mal zusammenstehen würde und sich dann mal auseinanderdividieren. Es freuen sich immer die, die sich eigentlich nicht freuen dürften. Das ist das größte Problem, ja. So, ihr Lieben, ihr habt es gesehen. Was ist eure Meinung zu dem eben Gehörten? Seht ihr es genauso drastisch, wie wir das jetzt sozusagen in dem Gespräch so ein bisschen elaboriert haben? Meint ihr, wir haben es übertrieben? Seht ihr unsere Demokratie, unser ganzes System vielleicht noch mehr in Gefahr als Herr Bülow das tut? Würde mich interessieren. Ich bin sehr gespannt auf die Diskussion dort unten in den Kommentaren. Was ich natürlich nochmal bekräftigen möchte, und das war so ein bisschen auch das Letzte, was wir dazu gesagt haben, weil ich das nun wirklich so sehe. Ich finde es schlimm, dass wir uns in kleingeistigen Grabenkämpfen ideologischer Natur im Volk immer und immer und immer wieder zerstreiten, gegeneinander zu Felde ziehen, möchte ich fast sagen, während wir fundamentale Probleme nicht auf einer, naja, demokratischen Art und Weise lösen können, auf einer gemeinschaftlichen Art und Weise lösen können. Dass wir es nicht fertig bringen, das zu wollen und gemeinschaftlich durchzusetzen, das für uns alle eigentlich das Beste sein sollte, nämlich ja, möglichst für den Großteil der Menschen etwas Positives zu erwirken und nicht nur für eine ganz kleine Gruppe von Menschen. Und ich bin immer wieder völlig erstaunt und entsetzt darüber, warum sich Menschen immer und immer wieder eben für die Belange von kleinen Gruppen einsetzen, die ihre Unterstützung erstens nicht nötig haben, und zum Zweiten sie selbst nicht unterstützen werden und zu denen sie auch gar nicht gehören. Also ich verstehe nicht, wie man nicht einfach für seine eigenen Belange eintreten kann oder die Belange des Volkes, sondern eben für die Belange von Eliten. Und ich hatte das gestern noch im Stream besprochen, auf Twitch. Da meinte ein Zuschauer oder eine Zuschauerin, dass es möglicherweise daran liegen könnte, dass man ja selbst hofft, zur Elite aufzusteigen. Und tja, vielleicht fasst das am Ende des Tages dann tatsächlich den Mechanismus des Berufspolitikers zusammen, selbst zu dieser Elite gehören zu können. Eine Sache möchte ich hier noch erwähnen, die Marco in einem Zwischensatz gesagt hat, damit das auch nicht vergessen wird. Es geht hier nicht um alle Abgeordnete und es geht hier sicherlich auch nur um eine kleinere Prozentsatz an Abgeordneten, die für das Problem sorgen. Also das möchte ich bitte, dass das jetzt am Ende dieses Interviews nicht falsch rüberkommt. Dass es durchaus viele integre Personen im Bundestag gibt und in der Politik gibt und dass wir hier über Fälle sprechen, die eben überproportional viel anrichten an Damage, möchte ich sagen. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war interessant für euch. Wir sehen uns am Sonntag und da werde ich mich dann tatsächlich mit Olaf Scholz auseinandersetzen. Denn ich denke, das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen dringlicher vor der Wahl. Kann ja jetzt nicht sein, dass er in der Aufregung, während sich alle sozusagen auf Grün und CDU stürzen, sozusagen unbemerkt an allen vorbeilaufen kann. Mit all dem, was er so im Gepäck hat. Denn das, meine lieben Freunde, ist wahnsinnig interessant. Und ja, alles andere am Sonntag. Bis dann, Tschüssikowski.